Hallo und herzlich willkommen zurück bei Islands. So, ich habe gerade die Nacht durchgemacht und habe Bambus gepflanzt und geerntet. Ich habe mir ein paar dieser Wände vorbereitet und so Scherze. Also, ja, erstmal wollte ich aber jetzt den da vorne anschmeißen. Das heißt, ich brauche jetzt die Kohle. Aha, so kriege ich die jetzt gar nicht hin. Dann müssen wir es zuerst rauslegen. Damit wir es jetzt daherlegen. Okay. Da wollten wir hin, ja, genau. Ach, da brauche ich gar nichts mehr reintun. Ist schon drinnen? Leid. Wie schaut es da aus? Da ist momentan kein Rezept drinnen, okay. Okay, das ist voll. Müssen wir mal 50 Sekunden warten. So, die Kohle legen wir jetzt dann wieder da rein. Und dann fangen wir damit an. So. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. So, und ja, jetzt wird's gesnappt, aber ist egal. So. Machen wir es breiter? Weiß ich noch nicht. Wir fangen jetzt erst einmal an. Zum Drehen. Das war jetzt wie? Rotate Item H. Nee, H war es nicht. Dann G. Nee, war es auch nicht. Moment. Rotate. There's not enough space. Eben. So. Also nicht in die frisch platzierten, weil die kann man ja sonst nochmal drehen. V. Warte mal. Nehmen wir mal was anderes raus, ja? So. Und jetzt noch einmal auf die. Also. Rotate Item. Change Achse. Genau. So. Jetzt hätten wir es so, dann hätten wir eine Wand quasi immer. Also da wollen wir jetzt eh kein Fenster haben. Ich habe es befürchtet, dass man der im Weg ist. Mist. Ah, Mist, Mist, Mist. Was machen wir jetzt? Einmal drehen, F. So. Einmal da oben drauf. Kriegen wir das da oben. Moment mal. So. Ja, so, aber nein. So, einmal rotieren. Das gleiche da drauf auch probieren. So. Nö. Einmal rotate. Rechte Maustaste aufstellen. So. So schon eher. Okay, das heißt, der Ofen steht mal im Weg. Eigentlich steht mal alles im Weg, so wie es ausschaut, oder? Ach, das ist Mist. Was ist, wenn wir da noch eine Reihe dran setzen? Nehmen wir die noch einmal. Solange man sie frisch gesetzt hat, kann man sie noch mal aufnehmen. So. Dann müsste ich hier diesen hier wegtun. Take all. Okay, ich bin voll. Haben wir da noch Platz? Da nicht. Da schon. Paul Dings. Okay, der ist voll. Dann nehmen wir mal raus, was fertig ist. Take all und geben da ein paar neue rein. Und nehmen uns das Kupfer raus. Geben das fertige Kupfer rein. Und machen jetzt wirklich noch eine Reihe daneben.
F. Kann man dann als Balkon außen oder so nehmen? Ja, solange das da ist, geht es da nicht. Erstmal alles rausnehmen. Und dann auf die 5. Wir könnten dahinter einfach noch einmal eine Reihe Kisten stellen oder so. Oder wir machen wirklich so einen Balkon außen rum, dass wir sagen, das Haus ist halt nicht bis außen. Genau. Aber dann machen wir das hier auch. So. Ah, bleibt da. Genau, und wenn wir jetzt sagen, Rotate, rechte Maustaste. Drehen, nein, so gefällt es mir nicht. Moment. Drehen, G. Rechte Maustaste. Nee. Also ich bin bei G. Nee, das ist nicht die Richtung, die mir gefällt. Oder soll ich den Bambus so aufgestellt machen? Ich glaube, besser gefällt es mir, wenn es so da längs noch ist. Bambushütte. Nee, eigentlich wäre es so irrichtig. Glaube ich. Wollen wir das jetzt da so machen? Oder da? Nö, nee, machen wir es mal da. So, erstmal gehen wir raus. So. Take all. Mach nochmal ein bisschen davon. So. Kommt da rein. Ja, dann machen wir es halt so. Du kommst daher. Und daher. So, 7 Paneele haben wir noch. Baumwolle ist auch fertig, sehr gut. Der Bambus wächst. Da hinten habe ich einen ganzen Bambuswald gesetzt. Ja, der wächst, schön. Da habe ich auch ein paar neue gesetzt, wie man sieht. Joa, es geht. Und Dankeschön. Das habe ich zu früh aufgenommen. Sehr schön. Da können wir gleich 4 Garn draus machen. Ist doch super. Ein Cloth. Das müsste, glaube ich, jetzt entweder in der hier oder in der hier liegen. Genau. Ja, komm rüber. So. Gib mir das alles und mache mal Kupfer. So. 1, 2. So. So. Ja, damit geht's doch schon langsam. Gut, ich glaube, ich mache es wirklich mal aufgestellt. So, jetzt, ha? Ups, na, bleibst du da? Wer aufgestellt? Aha. Bin ich jetzt ganz doof? So. Wo kann ich so drehen?
So dreht man es so. F. A. Gerade echte Drehprobleme, egal. So. Also ich würde fast sagen, machen wir es in der Reihe da dahinter. So. So. Da kommt auch noch kein Fenster rein. Da eventuell. Oder da könnte man eine Türe reinmachen. Dann lassen wir das da mal. Drehen es hier einmal. Machen hier so weiter. So. So. Ja. Aber da ist die helle Seite außen. Okay. So. F. F. Stellen wir es mal so, dass wir sehen, was wir tun. Eines nach oben. Kriegen wir das nach oben? Dann nach oben. Dann nach oben. Passt. Und dann da dran. Schauen wir uns das Eck jetzt mal an. Boah, das wäre okay. Und zum Fenster machen können wir mit den kleinen Dingen arbeiten. Da haben wir ja... Wir haben doch dieses Zeug hier. Haben wir jetzt irgendwo eine Türe? Moment mal. Ja, haben wir. Salontüre, Eisentüre, Eisentüre. Aha. Wir haben keine Holztüre. Komisch. Mach mal. Wieso haben wir keine Holztüre? Merkwürdig. Wir haben doch ein normales Holz da, oder? Was ist ein Rainforest Tree? Robert. Was bist du? Oh. Haben wir die Eier kaputt gemacht. Was bist du? Bist du? Na komm. Da gibt's Logs. Oak Tree, okay. Da haben wir Flint. Das hier sind Rainforest, oder? Okay. Rainforest Trees. Ah, okay, ja, stimmt. Wir haben ja da einen Regenwald. Wir haben also im Prinzip hier diese Palmen. Haben wir mal so eine Palme um. Baumfeld. Oh Mann. Okay. So, da waren jetzt Samen dabei. Hat die jetzt automatisch rein dran? Schaut so aus. Falsch. Palm Tree Seeds, genau.
herum her. Palm Tree. Da. Eine Palme. Eine Palme. Noch eine Palme. Noch eine Palme. So. Wunderbar. Um mein Haus herum hätte ich gerne ein paar Palmen. So, das können wir nehmen. Wir haben ja dann noch ein paar Samen. Schauen wir mal, was wir alles haben. Banana Tree, Korn. Einmal. Ja. Ja, wäre jetzt schön, wenn man da leicht sagen könnte, da kommt der her. Ah, wobei ich habe es sogar hinkriegt, zumindest bei 16 immerhin. So. Dann können wir hier Korn anbauen. So, da können wir noch eine zweite Reihe machen. Ja, die ist leicht verschoben, was soll's. Ging nicht besser. Egal. Ich bin halt keine Anbaumaschine, so. Die würde das natürlich viel schöner machen. Oder? Denk schon. So. Dann hätte man nicht was zum Brot oder Kekse backen. So. Da und da auch noch. Das wären die Samen. Was hätte man noch? Die Gora Seed. Potato Seed. Potato Seed ist auch gut. Die werden wir jetzt einfach mal da drüben anbauen. Und zwar würde ich sagen, da. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So. Das wären die Samen. Quinoa, Elderberry, Sumac, Rainforest, Banana Tree, Aloe. Aloe kann auch nicht schaden. Hat normalerweise irgendwas mit Heilung zu tun. Schauen wir mal. Einmal, zweimal. Genau. So. Und so. Was hätten wir dann noch? Cotton, Grass, Pineapple, Rubber Tree, gelbe Orchidee, okay. Melonen. Quinoa, das brauchen wir immer wieder. Das habe ich schon mitgekriegt. Null. Ich weiß zwar, machen wir das mal da drüben. Einmal, zweimal, dreimal. So. Was hätten wir noch? Fahren, das sind noch mehr Quinoa-Seeds, okay. Machen wir die auch noch. Besten gleich da daneben. Genau. So, wunderbar. Was hätten wir noch? Pineapple Seeds. Wunderbar.
Und zwar einmal hierher, da. Wunderbar. Rainforest Tree. Sind die großen da eigentlich? Einmal da. Einmal da. Und einmal da. So. Was hätte man noch? Banana Tree. Ja, Banana Tree ist eigentlich auch okay. Der kann. Der könnte eigentlich wunderbar da hinten, oder? Hier so. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich würde sagen, da ist gerade was gewachsen. Oder? Ja, die sind gewachsen. So, damit hätten wir die Banana Trees. Was hätten wir jetzt noch? Nehmen wir mal den da. So, ups, einmal rausgetapst. Mal wieder zurück. So. Das da. Das bauen wir jetzt, würde ich sagen, mal hier an. Und da bräuchte man dann, na gut, das könnte man in so Säcke geben eben. Das wäre ideal für irgendwelche Lagersäcke, diese ganzen Samen oder so. Oh, ich habe vergessen, Eisen weiterzumachen. Mist. Wollte ich eigentlich machen. Sieht es wahrscheinlich schon aus, oder? Natürlich ist aus. Take all. Mach noch die letzten davon und dann machst du davon. Und ich muss jetzt wieder Kohle holen. Ups. Feed. Light. Finde ich ein bisschen doof, dass man die Kohle vorher rausholen muss, wenn man schon Behälter dafür hat. Aber okay. So, in die Kiste. Komm her. Kupfer haben wir als 32, das ist okay. Da haben wir ein bisschen was über 100 noch. Samen. Wild Melon könnten wir auch anbauen. Ich meine, zum Essen haben wir allerdings immer genug. Ich weiß es nicht. Sollen wir es wirklich? Ja, die könnten wir da hinten anbauen. So. Einmal Melone, noch eine, dann da noch eine, da oben und da. Für den großen Hunger zwischendurch oder so. So. Jetzt habe ich Hunger, das heißt, ich esse mal was. Njam, 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 njam. Ja, Melonen habe ich genug, glaube ich. Na komm, ich's weiter. Jetzt ist nicht mehr hungrig. Okay. So, eines darfst du noch essen. Und jetzt gehen wir mal nach dem Eisen schauen. Beziehungsweise. So, take all. Und jetzt mach mal. Sehr gut. Eigentlich müsste man ja wirklich dort stehen bleiben, damit man es nicht vergisst. Aber dann kommt mal zu nichts anderem mehr. So, was hätten wir jetzt an Samen noch? Nochmal Quinoa, den habe ich übersehen gehabt. Okay. Die kommen da nach hinten zu den anderen. Das, da müssten sie sein. Brauchen wir jetzt einfach so Haufen. Finde ich besser.
So, so und so. Da. Da und da. So. Was hätten wir noch? Wir hätten noch das da. Ja, machen wir mal. Ich sehe schon beim nächsten oder übernächsten Mal blüht hier alles und ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Mal sehen, ob das so ist. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was da rauskommt. Gras. Na gut, Gras brauchen wir eigentlich nicht, aber ist mir jetzt egal. Grassamen kommen daher. Einmal, zweimal, dreimal. So, was haben wir da noch? Hier diese Savanne. Savanne wird eher Richtung Strand passen. Ja. Da unten vielleicht. Ach so. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wunderbar. Was hätten wir noch? Metalle haben wir noch. Bevor wir wieder drauf vergessen. Dann hätte ich auch noch hier. Ah. So, Eisen. Na, es geht doch. Es wird ja. Leid. So, dann haben wir uns heute mit Anpflanzen beschäftigt und ein bisschen mit Ausbau. Ah, sind noch nicht fertig, okay. Und da es endlich mal trocken ist, kann ich sogar meine Fackeln hier anzünden. Ich denke, das wird ganz nett hier. In welcher Höhe soll ich eigentlich das Fenster? Naja, es müsste ungefähr so eine halbe Wand hoch, dann sollte das Fenster anfangen. Denke ich. Ja. Ja, schon okay. Take all, mach weiter. So. Und euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt noch vielleicht ein bisschen weiter braten hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao und baba.